Ein liturgisches Gewand, Mitra, Bischofsstab und ein goldenes Buch. Das ist das klassische Bild vom heiligen Nikolaus, der heute wieder viele Kinder besucht. Denn am heutigen, 6. Dezember, gedenken zahlreiche Christen des Bischofs von Myra, der im 4. Jahrhundert in der heutigen Türkei lebte und den Menschen viel Gutes getan hat. Der heilige Nikolaus beschenkte Menschen heimlich und unerkannt, und so ranken sich viele Legenden um ihn. Eine ist die der Mitgiftspende an drei verarmte Töchter, von der sich der Brauch des Schenkens am Nikolaustag ableitet. Als der heilige Nikolaus noch kein Bischof war, lebte ein vornehmer, aber völlig verarmter Mann, der sich nicht imstande sah, seine drei Töchter ebenbürtig zu verheiraten. Er war so verzweifelt, dass er sich nicht anders zu helfen wusste, als seine Töchter zu verkaufen. Nikolaus, der zuvor ein großes Erbe erhalten hatte, erfuhr von der Not der Familie. In den darauffolgenden Nächten warf er jeweils einen Beutel voll Gold in das Haus der Verarmten. Dieses Gold war so wertvoll, dass der Vater seine Töchter standesgemäß verheiraten konnte. Aufgrund dieser Erzählung wird Bischof Nikolaus auch oft mit drei goldenen Kugeln oder Äpfeln dargestellt und gilt zudem als Patron der Kinder. Aber nicht nur Kinder rufen Bischof Nikolaus als Patron an. Auch Ministranten, Pilger, Reisende oder Rechtsanwälte und Apotheker sehen ihn als Patron. Ebenso die Schiffer, Matrosen, Bäcker, Bierbrauer, Metzger, Steinmetze, Müller, Fassbinder, Gastwirte, Kaufleute, Parfümhersteller, Schiffbauer. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen gesegneten Nikolaustag.